So last week we talked about the fact that we have been called to behold the face of God in righteousness. Und letzte Woche sprachen wir über die Tatsache, dass wir berufen worden sind, nämlich das Angesicht, nämlich Gottes in Gerechtigkeit zu schauen. And so God through scriptures has presented himself, has presented his glory through the face of Moses and through the face of his son Jesus Christ. Gott in den Schriften hat sein Angesicht, und zwar durch das Angesicht Mose und durch das Angesicht Jesu Christi, dargestellt. And so today, the question is, whose face are you beholding as God's representation to you? Und die Frage heute lautet, wessen Angesicht betrachtest du als Gottes Vertretung für dich? Amen. Amen. Because the word tells us so clear that Moses actually did not see the face of God. Moses actually was shown the backside of God. In other words, Moses saw God in his rejection to man. Und die Bibel sagt es uns ganz klar, dass tatsächlich hat Mose Gottes Angesicht nicht gesehen, sondern er hat Gottes Rückseite gesehen. Und das zeigt uns, dass Mose hat nur Gottes Ablehnung gesehen. Amen. Amen. So if we behold God through the revelation of God in Moses, in other words, in the law, we're looking at a God in whose glory is not abiding to man. It doesn't abide. Und dementsprechend, wenn wir Gottes Angesicht durch die Offenbarung des Gesetzes anschauen, durch die Offenbarung Mose, dann bedeutet das, wir schauen uns eine Herrlichkeit an, die aber zeitlich ist, die vorübergehend ist. Amen. Amen. But this glory was glorious. Ja, diese vorübergehende Herrlichkeit, die war zu seiner Zeit herrlich. 2 Corinthians 3, the verse number 7. Schlag mal bitte mit mir auf zu 2. Korintherbrief 3. Wir lesen ab Vers 7. It says, but if the ministration of death written and engraven in stones was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, which glory was to be done away? Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israels nicht wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. He says, how shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? Wie würden nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? There is a higher ministry today. Heute gibt es einen höheren Dienst. Paul calls it the ministry of the Spirit. Paulus nennt es hier den Dienst des Geistes. He says this ministry is glorious. Dieser Dienst ist herrlich. And so when we come under this ministry, wenn wir zu diesem Dienst kommen, God is establishing his glory to emerge out the glorious church. Gott gründet hierdurch seine Herrlichkeit, damit die herrliche Gemeinde aus seiner Herrlichkeit hervorkommt. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. We are today under the ministry of the Spirit. Heute sind wir unter dem Dienst des Geistes. And so we are called to behold God in his righteousness. Und deshalb sind wir berufen worden, Gott in seiner Gerechtigkeit zu betrachten. Amen. Amen. God has established everything that needs to be established. Gott hat alles gegründet, was gegründet werden soll. Concerning our destiny. Bezüglich unserer Bestimmung. Concerning the purpose why we are here. Bezüglich den Zweck oder des Zwecks, warum wir hier sind. And so when we see God today, und deshalb, wenn wir Gott heute sehen, we are seeing God through the face of Jesus Christ. Wir sehen Gott durch das Angesicht Jesu Christi. Glory be to God. Ehre sei Gott. So that is why David tells us
that who shall ascend unto the hills of the Lord and who shall stand in his holy place? Also David stellte die Frage in Psalm 24, wer soll wirklich in der Höhe des Herrn hinaufsteigen? Wer soll in seinem Heiligtum wohnen? Who shall ascend unto the hills of the Lord? Ja, zu den Hügeln des Herrn, wer soll da hinaufgehen? Who shall stand in his holy place? Wer soll in seinem Heiligtum stehen? David said, he that has a clean hand, derjenige, der reine Hände hat, and a pure heart, und ein reines Herz. He who hath not lifted up his soul unto vanity, also derjenige, der seine Seele nicht der Nichtigkeit hingegeben hat, der aber nicht im falsch sein oder in der Täuschung geschworen hat. He is the one who is qualified to receive the blessing. Derjenige ist nun tauglich, den Segen zu empfangen. What is that blessing? Und welcher Segen ist das? Righteousness. Gerechtigkeit. Forevermore. Und zwar immer da. So the blessings, die Segnungen, that was reserved in the heavens, die in den Himmel bewahrt worden with war, which David asked the question, who can ascend and let man become partakers of it? Und worüber David auch die Frage gestellt hat, na, wer kann hinaufsteigen, damit der Mensch Teilnehmer von diesen Segnungen sind? You see, he who has a clean hand. Derjenige, der reine Hände now, hat. Jesus tells us in John 3, the verse 13. Und Jesus erklärt uns in Johannes 3, Vers 13. It says, no one has ascended unto heaven. Also niemand ist in den Himmel, kein Mensch ist in den Himmel hinaufgestiegen. So in other words, no man's hands are clean, no man's hearts are pure, no man has not walked with a lips which is not deceived, in order for him to receive the blessing. So in other words, if there is no man that has ever ascended to heaven, it means no one was qualified to partake of the blessing, which is righteousness. Und dementsprechend hat Jesus dann klargestellt, dass kein Mensch hat diese Voraussetzungen, was in Psalm 24 von David genannt wurde, erfüllt. Keiner hatte reine Herzen, reine Hände, keiner hatte in seinen Lippen wirklich keine Täuschung und keine Listigkeit, keiner ist in der Lage, wirklich in den Himmel hinaufzusteigen, um den Segen zu empfangen, was die Gerechtigkeit angeht. So David was making reference to Christ. Also David bezog sich auf Christus. So it wasn't a reference or it wasn't a call for each and everyone to get to the heels of the Lord. No, it was a reference to Christ. How do I know that? When we look at what Jesus said to the disciples at the road of Emmaus in Luke 24, the verse 44. Nämlich, David machte einen Bezug auf Christus. Woher weiß ich das? Lukas 24, Vers 44 gibt uns diesen Hinweis. Look at what Jesus said. Schau dir mal an, was Jesus sagt dort. Luke 24, the verse number 44. Lukas Evangelium 24, wir lesen Vers 44. Jesus said, and he said unto them, these are the words which I speak unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms, concerning me. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses, in den Propheten und Psalmen. Amen. Amen. So all these things were written concerning Christ. All diese Dinge wurden niedergeschrieben und zwar bezüglich Christus. In the law, in the prophets. In Gesetz, in den Propheten. In the Psalms. In den Psalmen. All was in a reference to Jesus. Alles bezog sich auf Jesus. So Jesus fulfilled the law, he fulfilled the prophets and he fulfilled the Psalms. Jesus erfüllte das Gesetz, die Propheten und die Psalmen. Amen. Amen. So that we can believe in him. Damit wir an ihn glauben. Hallelujah. Amen. Now I want us to understand something. Also etwas sollen wir bitte begreifen. Because the fulfillment of the scriptures, die Erfüllung der Schriften, is
to make man a believer. Ist dafür da, damit der Mensch glaubt. So when Jesus fulfilled the scriptures, als Jesus nun die Schriften erfüllt hat, it was a call for each person to partake of that which he fulfilled by believing. Das war eine Einladung für jeden Menschen, nämlich teilzunehmen an dem, was er schon erfüllt hat, durch Glauben. Amen. Amen. So before Jesus, there was no believer. Denn vor Jesus also gab es keinen Glauben. Because under the law, denn unter dem Gesetz, there was no necessity for faith. Es gab keinen Grund zu glauben. So faith came when Jesus Christ fulfilled all the law, the prophets and the Psalms. Glaube ist erst entstanden, als Jesus Christus das Gesetz, und zwar die Propheten und die Psalmen, erfüllt hat. So whatever God was doing in the Old Testament, was auch immer Gott tat im Alten Testament, was to make man a believer. War dafür da, damit der Mensch zum Glaubenden wird. That is why John says to them who believe in his name. Nämlich deswegen sagte Johannes in Johannes 1 Vers 12 an denen, die an seinem Namen glaubten. He made them to be sons of God. Er stattet ihnen mit der Kraft Söhne Gottes zu sein. So the name of God was fulfilled in Jesus Christ through all that was written in the law, the prophets and the Psalms. Der Name Jesus Christus wurde gegeben, und zwar nachdem er alles erfüllt hat in den Gesetzen, in den Propheten und in den Psalmen. Let me show you there. Das zeige ich euch noch, also Johannes Evangelium 20 Vers John 31. John 20, the verse number 21. And John tells us that but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through his name. Johannes 20, 31 sagte uns, nämlich diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Amen. Amen. So all this, John is telling us that all was written so that we may be a believer. Johannes berichtet uns hier, dass all diese Dinge wurden niedergeschrieben, damit wir Glaubenden werden. Halleluja. Amen. Look at what he wrote again. Schau dir mal an, was er noch weitergeschrieben hat. In John 5, 1 John 5. In 1. Johannesbrief, Kapitel 5, bitte aufschlagen. I want us to see something. Ich möchte, dass wir etwas erkennen. John 5, the verse number 13. 1. Johannesbrief 5, wir lesen Vers 13. Now, in the times of Jesus, he says, all were written so that you may believe. Zu Zeiten Jesus hieß es, alles wurde niedergeschrieben, damit wir glauben. Now, when all that which was written concerning Jesus was fulfilled, nachdem alles, was bezüglich Jesu geschrieben wurde, erfüllt wurden, and now we can see that there were now believers, we could have people who believe God. Nun, wo es Menschen gibt, die Gott glauben können und auch Gott geglaubt haben. Now, John writes to us again. Nun schreibt Johannes zu uns einen Brief. He says, these things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, damit ihr erkennt, ja, die ihr, die an den Namen des Sohn Gottes glaubt. Amen. Amen. So the epistle, the ministry of the Spirit, the ministry of righteousness is to the believers. It is not to the unbelievers. So the unbelievers need to see a sign fulfilled in order for them to believe. But when they have believed, they have become the sons of God. And so they have to graduate in the place of belief to a place of knowing. Amen. So John said, I'm not writing to you now so that you may believe. I'm writing to you that believe so that you may know. Amen. Know what? That you have eternal life. Amen. Amen.
Amen. Und dementsprechend, diejenigen, die noch nicht geglaubt haben, brauchten ein Zeichen, damit sie glauben können. Sie brauchen ein Zeichen, damit sie erkennen, aha, ich bin zum Glauben gekommen, ich bin jetzt nun Sohn Gottes. Nun aber, nachdem sie geglaubt haben, kommt nun mal, nämlich die Schrift, kommt nun mal den Dienst des Geistes, den Dienst der Gerechtigkeit. Nämlich, dass ich habe euch geschrieben, damit ihr erkennt. Damit ihr wisst. Und was soll man denn erkennen? Nämlich, dass in euch ewiges Leben gibt. Amen. Amen. So he's saying that you have eternal life. Seine Aussage ist, du hast ewiges Leben. You are righteous already. Du bist schon gerecht. Because you are a believer. Warum? Weil du ein Glaubender bist. For he who believes in his name, derjenige, der an seinen Namen glaubt, he has given them power to be sons of God. Er hat ihnen Kraft gegeben, Söhne Gottes zu sein. So Jesus said, I manifest your name to the world. Und Jesus sagt, ich manifestiere deinen Namen zur Welt. So that they may believe in you. Damit sie an dich glauben. And so today God has made believers out of people. Gott hat Glaubende aus Menschen gemacht. Not because we believe all the scriptures. Nicht weil wir alle Schriften glauben. No, because we believe in the name of Jesus. Weil wir an den Namen Jesus glauben. Because we believe that Jesus took our place and before the Father he represents us in his fullness. So everything that Jesus Christ is and Jesus Christ has is attributed to us 100% with every condition under consideration. So whether today is black or yellow, you know that you are in the sameness of Christ. That is why David said, I will behold his face in righteousness and I shall be satisfied when I awake with his likeness. So in Christ today, we have been awakened to the likeness of God. So it is the matter of you and I to know what you have already, no matter the condition in which you go through. Amen. You need to know. Amen. Von hinten angefangen, es ist wichtig, dass du erkennst, in welcher Bedingung auch immer du dich befindest. Denn David sagte es zurecht, nämlich ich werde es sehen, ich werde sein Angesicht sehen, und zwar, wenn ich erwache in seiner Gerechtigkeit. Ich werde sein Ebenbild sein. Denn warum? Es ist wichtig zu sehen, dass in Jesus Christus hat Gott uns ihm gleich gemacht. In Jesus Christus hat Gott uns erhoben. Er hat uns genau so wie Jesus gemacht. Und deshalb ist es wichtig für uns, dass wenn wir das berücksichtigen, wir sind in der Lage auch, egal wie der Tag aussieht äußerlich, wir sind in der Lage aufgrund unserer inneren Einstellung, was Christus ist, den Tag zu bestimmen.